Es war ein ganz besonderes Niederösterreich-Derby in der Austrian Volley League, das der VCA Amstetten Niederösterreich an diesem Abend gegen die Union Raiffeisen Waldviertel bestreiten durfte. War es doch die offizielle Eröffnung der neu sanierten Halle. Gespielt wurde nicht nur auf neuem Boden und unter erhöhter Decke, sondern auch vor 500 Zusehern. Dies sollte zumindest die Heimmannschaft Richtung Sieg tragen. Auch wenn die Cup-Mannschaft in den ersten beiden Sätzen ein durchwegs gutes Spiel ablieferte, war das Glück nicht auf Seiten der Amstettner. Spektakuläre Ballwechsel prägten den ersten Satz, ein ständiges Hin und Her auf der Punktetafel war das Ergebnis. Erst ab der Satzmitte übernahmen die Waldviertler das Ruder. Knapp wurde es trotzdem. Mit 23:25 spielten die Gäste den Satz trocken nach Hause. Auch im zweiten Satz kämpften beide Teams um einen Satzgewinn beherzt und auf Augenhöhe. In der entscheidenden Phase legte Waldviertel wieder zu und sicherte sich nach einem spannenden Kampf auch diesen Run mit einem 21:25 Ziellauf nach 27 Spielminuten. Erst nach knapp eineinhalb Stunden Spielzeit durften sich die Hausherren freuen. Bis Satzmitte war es noch ein ausgeglichener Schlagabtausch. Nach vier sensationell starken Services von Fabian Kriener und einigen Annahmeproblemen bei den Gästen zwang der VCA die Waldviertler in der Schlussphase in die Knie und Derby-Konkurrent Waldviertel musste seinen ersten Satz in der aktuellen Bundesliga-Saison mit 25:20 abgeben. Im vierten Satz ging es dann wieder knapp zur Sache. Die Amstettner hatten die Chance auf eine finale Entscheidung, konnten jedoch ihre Satzbälle nicht verwerten. Beim Stand von 24:24 ging der Punkt an die Gäste, die mit einem riskanten Aufschlag sich das Match sicherten. Ja, ganz tolle Aktionen, muss man dazu sagen. Aber leider Gottes war der Gegner halt immer um dieses Eizahl am Schluss besser. Aber ich habe gehört, dass einiges an Verletzten momentan zu beklagen ist. Und dadurch ist die Leistung dieser Rumpfmannschaft, nennen wir es so, natürlich noch viel höher einzuschätzen. Und ich bin mir ganz sicher, dass das heute Auftrieb gegeben hat, dass der Mittwoch ein ganz tolles Spiel wieder werden wird. Ja, natürlich tut es ein bisschen weh, aber ich glaube, wir haben heute eine gute Leistung abgerufen. Und wir können eigentlich zufrieden sein mit der Leistung. Waldviertel hat einfach wirklich toll gespielt, müssen wir ihnen gratulieren. Ich glaube, in den entscheidenden Phasen hat uns vielleicht ein bisschen die Routine gefehlt und halt natürlich ein bisschen das Verletzungspech, aber damit müssen wir jetzt leben, damit müssen wir arbeiten und das werden wir auch machen. Ich sage, es gibt keine Ausrede, dass jeder weiß, dass Bartek ist verletzt, aber wir haben gezeigt, dass wir haben eine Ausländer gespielt und sechs Österreicher gespielt und wir haben gekämpft und Fälle passieren im Sport. Gehört dazu und schade, dass haben wir diese letzten zwei Bälle nicht geschafft und dann fünfter Satz weitergespielt. Aber ich sage, dass wir haben gesagt vor der Saison, wir haben junge Mannschaft und das ist ganz genau Spiele, wo Spiel kann Erfahrung tanken, wo muss zeigen unter Stress spielen und das brauchen wir. Ich sage, Fälle können wir im Video zeigen, aber grundsätzlich, ich bin stolz für die Mannschaft, super Kulisse und wir haben nach dem 6-7 Monaten endlich zu Hause gespielt und das freut uns und Mittwoch geht's weiter, morgen leichte Training, pausieren, Kraft tanken und wieder Mittwoch geht's weiter. Auch junge Spieler waren beim Niederösterreich-Derby am Start und bewiesen Potenzial, wie zum Beispiel Libero Stefan Langwieser. Ja, sicher, das war ein Problem, wenn wir wollen mit zwei Libero spielen. Ich muss im Spielbereich 12 Leute haben. Und Stefan Langwiese, ich trainiere auch mit Nachwuchs. Und er war schon dabei für die österreichische Cup-Mannschaft. Und ich habe gesagt, er muss auch schnupfen, diese Atmosphäre, was ist Fernsehspiel und was ist dieses Live-Spiel. Und für ihn, ich glaube, ist auch gute Erfahrung. Und Mittwoch ist wieder dabei und dann vielleicht bekommt Chance, kann ein bisschen reinkommen. Bereits am Mittwoch wartet auf Amstetten mit dem Europacup-Spiel gegen Lados Zagreb das nächste Heimspiel. Ja, ich kenne die Mannschaft nicht, wir haben uns heute voll auf Waldviertel vorbereitet. Wir werden uns jetzt die nächsten zwei Tage auf Zagreb vorbereiten und mal schauen, was kommt. Nein, ich habe schon ein Video gesehen, ist
auch junge Mannschaft, aber sage ich, das ist Vizemeister von Kroatien. Kroatien ist ein Land mit Tradition, auch im Volleyball. Aber ich sage, wenn wir spielen so, und vielleicht haben wir ein klein bisschen mehr Glück und dann wir gewinnen. Am 28. November begrüßt Amstetten in ihrer neuen Halle die Mannschaft aus Klagenfurt.